herzlich willkommen bei Das. Heute mit Bettina Tietjen. Einen wunderschönen guten Abend. Er ist ein Elder Statesman, wie er im Buche steht. Als Politiker mit Leib und Seele hat er die Bundes- und auch die Hamburger Politik über Jahrzehnte mitgestaltet. Ein Mann mit Haltung und mit einer Meinung, die er als Freund der Debattenkultur auch dann äußert, wenn sie unbequem ist. SPD-Urgestein Klaus von Donani zu Gast auf dem Roten Sofa. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen und ich bedanke mich für die Einladung. Herr von Donani, Sie sind Jahrgang 28, Sie haben den Zweiten Weltkrieg miterlebt. Mit welchen Gefühlen sehen Sie die Bilder vom Krieg in der Ukraine? Wenn ich die Bilder in der Ukraine sehe, dann habe ich natürlich das Gefühl, dass viele jüngere Leute sich nicht wirklich vorstellen können, dass das auch bei uns passieren kann. Ich habe natürlich die Bomben singen und pfeifen hören über meinem Kopf. Und ich bin dann auch noch kurz eingezogen gewesen und hatte eine Panzerfaust in meiner rechten Hand und ein Gewehr, was nicht richtig tauglich war zum Schießen, weil wir falsche Munition hatten. Und wir sind dann getürmt, um von den Russen nicht erwischt zu werden. Aber ich habe sozusagen ein Gefühl, wie das wirklich ist. Das ist nicht nur ein Bild und das findet nicht nur woanders statt. Das kann eben auch bei uns stattfinden. Und deswegen habe ich ja dieses Buch geschrieben mit dem Gefühl, wir müssen aufpassen, dass wir nicht hineinschlittern in eine solche Lage. Macht Ihnen das Angst? Haben Sie auch Angst um Ihre Kinder und Enkel? Angst habe ich eigentlich nicht, aber ich mache mir große Sorge und ich versuche eben mit meinen Möglichkeiten, die ja nun sehr gering geworden sind in meinem Alter, etwas zu tun, um die Menschen auch aufzuklären. Auch um natürlich in der Politik verständlich zu machen, was da vor uns liegt und was da vor uns liegen kann. Sehr schnell kann es sein, dass man durch einen kleinen Fehler eine Situation schafft, die dann sich verselbstständigt und aus der man dann auch schwer herauskommt. Herr von Donani, Ihr Buch Nationale Interessen ist Ende letzten Jahres erschienen. Dann kam im Februar der Krieg. Wenn Sie zurückblicken auf das, was drinsteht, haben Sie seitdem dazugelernt? Ja, natürlich. Ich habe dazugelernt, dass man einen Krieg plötzlich beginnen kann, obwohl eigentlich alles dagegen sprach, dass das, sage ich mal, auch im Interesse von Herrn Putin sein könnte. Denn Russland wird natürlich unter diesem Krieg und seinen Folgen unglaublich leiden. Wir werden auch Probleme haben, aber Russland wird am Ende wahrscheinlich die größeren haben. Das heißt, Sie haben, als Sie das Buch fertig hatten, das nicht für möglich gehalten, doch, dass das passiert. Ich habe ja ausdrücklich in dem Buch gewarnt. Ich habe gesagt, wenn die Ukraine weiterhin in die NATO getrieben wird, und das ist amerikanische Politik, wenn das geschieht, dann kann es einen Krieg an den Ostgrenzen Europas geben, da wo er jetzt auch stattfindet, nämlich an den Ostgrenzen in erster Linie der Ukraine. Das haben amerikanische Fachleute, insbesondere der heutige Geheimdienstchef von Präsident Biden, hat das ja ausdrücklich im Jahr 2019 geschrieben. Und was ich wirklich so traurig und auch so bedrückend finde, ist, dass man es hat sehen können und dass man es nicht verhindert hat. Sie meinen, so kurzfristig hätte man es auch noch verhindern können? Aber natürlich. Die Truppen schon alle da standen. Aber natürlich, man hätte nur, der amerikanische Präsident hätte nur sagen müssen, Präsident Putin, wir werden jetzt, nachdem wir sehen, dass Sie es offenbar ernst machen, werden wir über die Zukunft der Ukraine mit Ihnen reden. Das hatte er ausdrücklich verweigert. Putin hatte ja im Dezember 2021 an die Amerikaner geschrieben, ich brauche es diesmal schriftlich, ich möchte schriftlich von Ihnen wissen, wie wir mit der Ukraine in Zukunft umgehen wollen. Und daraufhin hat Präsident Biden gesagt, über diese Frage werden wir mit Ihnen gar nicht verhandeln. Und als das passierte, sage ich mal, da hätte es in einen Aufstand auf deutscher Seite geben müssen und sagen müssen, das kann doch nicht wahr sein. Denn wenn es jetzt wirklich zu einem Krieg führt, wie ihr selber gesagt habt, ihr Amerikaner, dann führt das natürlich auch Deutschland mitten in diese Problematik. Es gibt ja einen neuen Begriff, sogar auch in Amerika, von Amerika so übernommen, das ist der Begriff des Putin-Verstehers. Haben Sie keine Sorge, dass Sie in diese Richtung interpretiert werden? Frau Tietjen, ich bin der Meinung, wenn man seinen Gegner nicht versteht, kann man auch nicht mit ihm umgehen. Ich halte diese These von dem sogenannten Putin-Versteher für Quatsch. Weil ich sage Ihnen ganz offen, wenn ein Fußballtrainer nicht weiß, wie sein Trainer auf der anderen Seite
sei trainiert, mit welchen taktischen Finessen er spielen will, dann kann er auch nicht als Sieger hinterher vom Platz gehen. Das heißt, man muss seinen Gegner immer verstehen. Und diese These, man sei Putin-Versteher oder Biden-Versteher oder Xi-Versteher oder Macron-Versteher, die halte ich alle für Quatsch. Natürlich muss ich Macron verstehen. Macron will Kernenergie. Macron will seine nuklearen Waffen bewahren. Es ist nicht unsere Politik. Aber wir müssen ihn doch verstehen, um mit ihm umzugehen. Und das habe ich in meinem Buch versucht klarzumachen. Nämlich, dass die USA ganz andere Interessen haben als wir und dass wir dennoch mit ihnen umgehen müssen. Die Frage ist ja nur jetzt, wo der Krieg tobt, wo man auch Bilder sieht von entsetzlichen Gräueltaten. Wie muss man das abwägen? Das Aufrüsten, die militärische Antwort und das Miteinander reden? Also die militärische Antwort und miteinander reden sind keine Alternativen, Frau Tietjen. Man muss beides tun. Natürlich muss man gegenwärtig, so wie es sich nun mal entwickelt hat, auch dafür sorgen, dass man militärisch im Notfall geeignet und in der Lage wäre, sich zu verteidigen. Obwohl das sehr schwer sein wird. Ich habe ja mal eine NATO-Übung geleitet im Auftrag von Bundeskanzler Helmut Schmidt, im Bunker damals noch in Bonn. Und ich habe erlebt, was passiert, wenn erst die Russen ein bisschen vorrücken, dann werfen die Amerikaner auf deutschem Boden taktische nukleare Waffen ab, damit die Russen nicht weiter marschieren können. Also ich weiß, was sowas bedeutet. Aber man muss natürlich heute beides machen. Man muss über Verteidigung nachdenken und sie verbessern. Und man muss unbedingt auch reden. Und dass gegenwärtig nicht wirklich geredet wird, insbesondere von der US-Seite, nicht mit Putin geredet wird über, was kann man denn tun, um dieses Unglück einzugrenzen, das halte ich wirklich für einen großen Fehler und auch leider offenbar mit amerikanischen Interessen vereinbar. Mit deutschen Interessen ist es nicht vereinbar. Jetzt reist aber ja der UN-Generalsekretär nach Moskau. Richtig. Nächste Woche und will mit Putin sprechen, auch mit dem Außenminister. Was glauben Sie, was das bringen wird? Also es gibt ja eine gewisse Chance, dass nämlich Herr Zelensky, der Präsident der Ukraine, selber gesagt hat, er sei bereit, eine Neutralisierung der Ukraine in Kauf zu nehmen, wenn es dafür zu einem Waffenstillstand genau. käme. Es wird eine schwierige Operation, weil Putin inzwischen viel erobert hat, aber das ist eine Möglichkeit. Dann hat Zelensky hinzugefügt, aber dann muss natürlich für uns eine Sicherheit gegeben werden. Und diese Sicherheit muss nach meiner Überzeugung nicht nur von USA und Europa und Russland gegeben werden, sondern auch von den Vereinten Nationen. Insofern hat Herr Guterres nach meiner Meinung eine große Aufgabe, klarzumachen, ja, Präsident Putin, wenn es eine Neutralisierung gibt, dann werden wir mit dafür sorgen, dass dieses Land erstens neutral bleibt und zweitens gemeinsam von uns allen gesichert wird. Was meinen Sie eigentlich, weil Sie gerade Helmut Schmidt erwähnt haben? Ihre Partei und die Partei Helmut Schmidt wird ja gerade heftig kritisiert, auch für das, was in der Vergangenheit passiert ist. Was würde Helmut Schmidt sagen zu dir momentan? Also Helmut Schmidt würde zunächst mal darüber lachen und sagen, ich bin doch nie ein Pazifist gewesen, wie uns vorgeworfen wird. Die SPD war nie pazifistisch. Helmut Schmidt hat, ich glaube im Jahr 1979 wahrscheinlich, vor dem Institut für International Security Studies in London die berühmte Rede über den Doppelbeschluss gehalten. Mhm. Also es war deutsche Politik, die das eingeleitet hat. Nein, Helmut Schmidt hat außerdem gesagt, wir haben keine Lust, eines Tages nach einer Zerstörung Deutschlands wieder befreit zu werden. Er war schon der Meinung, man muss immer reden und verhandeln. Und das hat er gezeigt, genauso wie Willy Brandt. Und deswegen bin ich ja auch gegenwärtig traurig darüber, dass meine schöne Partei die Rüstungsfragen sieht, aber nicht erkennt, dass die nur erfolgreich verbunden sein können mit einer offensiven Verhandlungsstrategie über den Frieden in Europa. Wobei die SPD ja gerade den Eindruck macht, dass sie noch am ehesten bereit dazu ist. Also Steinmeier wollte in die Ukraine reisen und ist da nicht willkommen. In der Ukraine wollte er sein, aber wäre er nach Moskau gefahren? Das verhandeln muss man nicht nur mit Herrn Zelensky. Verhandeln muss man gegenwärtig mit Putin. Er hat den Krieg angefangen. Dieser verbrecherische Krieg, den Putin begonnen hat, der kann nur aufgefangen werden, wenn insbesondere zwischen den USA und Russland eine Einigung über die Ukraine stattfindet. Herr Guterres könnte dabei ja helfen. Aber dann müssen natürlich auch die USA bereit sein, darüber zu reden. Und ich fürchte, das ist nicht im Interesse der USA.
Wie könnte denn, das schreiben Sie auch in Ihrem Buch, wird ja ein Danach geben. Wir alle hoffen, dass es ein Danach geben wird. Keinen größeren Krieg danach, nach dem Ukraine-Krieg. Das ist ja die wirklich große Gefahr. Genau, also als Alternative zu einem schrecklichen Atomkrieg. Richtig. Wie könnte ein Danach aussehen? Also das ist sehr schwer von mir hier sozusagen zu verlangen, dass ich das... Ich glaube, es könnte so aussehen, dass man auf beiden Seiten nachgibt. Das heißt, Putin müsste wahrscheinlich zugestehen, dass die von ihm anerkannten selbstständigen Republiken im Bereich des Donbass auch selbstständig bleiben und nicht von Russland annektiert werden. Putin müsste akzeptieren, dass die Ukraine sich an die EU ökonomisch und politisch anlehnt. Und der Westen müsste akzeptieren, dass wir zugeben, wie wir seit langem eigentlich schon gesagt haben, dass wir das wollen, dass die Ukraine nicht in die NATO kommt und dass Putin eine Garantie bekommt, dass nicht eines Tages amerikanische Soldaten an der russischen Grenze patrouillieren. Das wäre nämlich die Folge, wenn die Ukraine als Ganzes in die NATO käme. Und dass ein russischer Präsident auch mit seinen innenpolitischen Überlegungen, die hat er ja auch, sich darüber im Klaren ist, dass das für Russland nicht zu vertreten wäre. Amerikanische Soldaten patrouillieren an der Grenze zwischen der Ostukraine und Russland. Das muss man, glaube ich, im Westen verstehen. Und das gehört zum Verstehen der Interessen der anderen Seite, nämlich der Interessen der Russischen Föderation und nicht nur Putins. Denn der heutige CIA-Chef, also der Geheimdienstchef von Biden, hat ja ausdrücklich gesagt, er habe in Russland niemanden getroffen. Er betont niemanden getroffen, der in dieser Frage der Ukraine nicht die Meinung von Putin teilt. Mhm. Können Sie nachlesen. Steht alles auch in meinem schönen Buch. Wir haben schon gesehen, es ist wirklich sehr spannend, auch was die globale Weltordnung, ihre Vorstellung von der Zukunft, also weit über Europa hinausgehend angeht. Da sprechen wir noch drüber. Einmal noch zu Olaf Scholz. Olaf Scholz, also die Umfragewerte sinken, weil er sich anders verhält, als, glaube ich, viele es von ihm erwarten. Sprechen Sie mal miteinander? Sie kennen sich ja gut. Bittet er Sie mal um Rat oder hört er, was Sie zu sagen haben? Man kann jemand anders in der Politik langfristige strategische Ratschläge geben. Das tue ich gelegentlich auch. Aber man kann so, wie man, wenn man auf der Seite eines Tennisspiels sitzt, es ist ziemlich sinnlos, dem Spieler zuzurufen, dass er doch lieber jetzt nach links als nach rechts schlagt. Das heißt, die Politik ist so aktiv, so schnell, dass sie im Grunde genommen im Tagesgeschäft nicht wirklich Rat geben können. Sie können nur Überlegungen anstiften. Man sollte mit darüber nachdenken, was, wie Sie eben gesagt haben, was kommt denn danach? Mhm. Was müssen wir denn jetzt tun, um den Bruch mit Russland nicht endgültig zu machen? Denn Russland ist eine europäische Nation zu einem großen Teil. Also Moskau und St. Petersburg und so weiter haben immer nach dem Westen geschaut. Und wir haben die jetzt auf die Seite Chinas gedrängt. Und das war nicht sehr klug. Klug war die westliche Politik in den letzten Jahrzehnten nicht wirklich. Also halten Sie... Ich mache mal eine Ausnahme für Deutschland. Wir haben immer anders versucht. Aber die USA haben diesen NATO-Expansionsdruck eben immer ausgeübt. Also halten Sie diese Zurückhaltung von Olaf Scholz momentan für richtig? Der sagt, wir sind eher vorsichtig mit der Lieferung schwerer Waffen, um vielleicht noch ein Türchen offen zu halten? Nein, ich halte das für absolut richtig. Und im Übrigen ist auch, glaube ich, bis auf Tschechien, wenn ich das richtig weiß, liefert noch kein Land schwere Waffen und zum Teil auf Umwegen. Und wir müssen natürlich dafür sorgen, dass wir eine Situation für einen Waffenstillstand in der Ukraine bekommen. Und wenn wir ihn immer mehr mit Waffen anfüttern, die dann auch, sage ich mal, auf die russische Seite rübergreifen können und so weiter, dann nutzen wir weder Europa noch der Ukraine. Ich glaube, der Ukraine nutzt man am ehesten, indem man mit dafür sorgt, dass es dort Waffenstillstand gibt und die Zerstörung des Landes aufhört. Mhm. Sie haben eben schon gesagt, die SPD war nie eine pazifistische Partei. Pazifismus, das sei im Moment ein ferner Traum. Das hat sogar Wirtschaftsminister Robert Habeck kürzlich gesagt, als Angehöriger einer Partei, die wie keine andere für Pazifismus stand. Johanna Le Peer über eine Idee, die zunehmend angezweifelt wird. Europa,
Die Angst vor einer Eskalation des Kalten Krieges. Sie ist überall in Deutschland der 80er. Hunderttausende demonstrieren gegen Aufrüstung, gegen neue Raketen wie Pershing 2 und Cruise Missile. Sie fordern Frieden ohne Waffen. Doch ganz so einfach ist es schon damals nicht. Es war immer schon schwer, die Friedensbewegung oder den Pazifismus auf eine Stellungnahme, auf eine Position festzunageln. Es ging nicht immer nur um radikalen, absoluten Pazifismus, bei dem wirklich nur Frieden schaffen ohne Waffen auf den Transparenten stand, sondern es ging immer auch schon um die andere Position, um die Frage, gibt es den gerechten Krieg und wenn ja, unter welchen Umständen? Einen gerechten Krieg kann es nicht geben. Das ist völlig klar für die Menschen, die sich 1980 aus der Friedensbewegung heraus zur Partei Die Grünen zusammentun. Doch heute gibt es einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa. Und die Grünen sitzen in der Bundesregierung. Die radikal-pazifistische Haltung von damals hat sich ebenso radikal gewandelt. Die Ukraine braucht weiteres militärisches Material, vor allen Dingen auch schwere Waffen. Und jetzt ist keine Zeit für Ausreden. Schwere Waffen für die Ukraine. Daran scheiden sich in Deutschland die Geister. Eine knappe Mehrheit ist dafür. Es ist wie wachgerüttelt werden aus einem tiefen Schlaf. Frieden schaffen ohne Waffen. Das war ja der Slogan. Das sehe ich mittlerweile ein bisschen anders. Leider. Meiner Meinung nach muss das Ganze erstmal oben kommuniziert werden. Und wenn das Ganze feststeht, kann man das ohne Waffen auch lösen. Also muss halt eine Lösung von oben getroffen werden. Ich denke, es ist im besten Fall utopisch, es ohne Waffen zu lösen. Da mit schweren Geschützen? Nein, auf keinen Fall. Der dreht ab. Der ist eh schon durchgeknallt und dann haut er überhaupt durch. Das geht nicht. Ich stelle mir vor, dass wieder also eine Parole wie damals, Anfang 80er Jahre, Frieden schaffen ohne Waffen und mit Dialog. Das ist mein Traum. Das hätte ich gern als eine Hamburger. Nicht nur auf der Straße zeigt sich, wie schwierig es ist, einen moralischen Standpunkt zum Krieg zu finden, auch in der evangelischen Kirche. Friedliche Streitlösung, so wie es Jesus vorgelebt hat, hat dort immer oberste Priorität. Eigentlich. Doch jetzt reicht das nicht mehr. Das ist natürlich ein furchtbares Dilemma. Auf der einen Seite stehen wir als Christinnen und Christen eindeutig für Gewaltfreiheit und für nicht militärische Konfliktlösung. Auf der anderen Seite, wenn ich auf Gewalt verzichte, was ich für mich selber so sagen kann, aber es den Nächsten, und zwar den Allernächsten im allernächsten Land, angetan wird, völkerrechtswidrig angetan wird, dann bin ich auch verpflichtet, dass dieser Gewalt gewehrt wird. Frieden schaffen ohne Waffen. Viele haben das jetzt auf den Ostermärschen wieder gefordert. Zynisch, naiv und nicht zeitgemäß sei das, sagt die Gegenseite. Reiner Pazifismus ohne Waffengewalt. Auch die Friedensforscherin glaubt nicht daran, dass das funktioniert. Aber verwerfen will sie diese Idee trotzdem nicht. Die Gesellschaften, die Menschen brauchen immer eine Zielvorstellung, auf die wir hin navigieren können und auf die wir auch auf lange Sicht unser Handeln ausrichten können. Absoluter Pazifismus. Er ist in weite Ferne gerückt. Wundern Sie sich nicht auch, Herr von Donani, darüber, wie manche grüne Politiker in diesem Konflikt auftreten, die vor kurzem wirklich noch an den Frieden, an Frieden schaffen ohne Waffen geglaubt haben und jetzt immer nach schweren Waffen rufen? Ja, wir haben inzwischen natürlich eine neue Situation. Wir haben nämlich einen wirklichen Krieg auf europäischem Boden, nämlich die Ukraine gehört ja zu Europa. Und insofern kann man auch die Grünen verstehen, dass sie da eine andere Position beziehen, wie auch Olaf Scholz zum Beispiel. Aber es muss immer verbunden sein mit der Einsicht, dass eben Waffen alleine das nicht können, sondern dass man gleichzeitig eben über Verhandlungen, über Gespräche, über Begegnungen und so weiter ein Klima schaffen muss, in dem ein Frieden möglich ist. Frieden ist keine Selbstverständlichkeit auf dieser Erde. Es war nie so und es wird auch leider nie so sein. Aber wir in Europa bitte sollten dafür sorgen, dass es nicht wieder in Europa beginnt. Sie schreiben ja auch über eine zukünftige Weltordnung, wie die aussehen könnte. Ich meine, es gibt ja auch China, eine Allianz zwischen Russland und China, die ja auch nicht ungefährlich ist. Wie könnte denn ein globales Gleichgewicht aussehen?
Wie könnte man das hinkriegen? Also das ist, glaube ich, wiederum eine sehr weitreichende Frage, wie das im Einzelnen aussieht. Entscheidend ist, finde ich, dass Europa und dass die Europäer und dass die Deutschen verstehen, dass wir gegenwärtig in Fragen der Sicherheit und der Außenpolitik nicht wir selber sind, sondern dass es die USA sind, die das bestimmen über die NATO und über ihre Einflussnahme in Europa, zum Beispiel auf die osteuropäischen Staaten und auf das Baltikum. Wir müssen begreifen, dass die USA da ganz andere Interessen haben. Die sind weit weg. Haben Sie schon mal sich eine schlaflose Nacht darüber gemacht, sage ich mal, dass an der Grenze zwischen Mexiko und den USA, zwischen Mexiko und Texas oder sowas, dass da an der Grenze ein hohes Maß von Fluktuation, von nächtlichen Migrationsbewegungen war? Schlafen Sie darüber schlecht? Das nicht, aber beschäftigen tut es mich schon. Ja, aber Sie hören das und dann ist schon vorbei, nicht wahr? Und jetzt ein anderes Beispiel. Wir hatten natürlich tagelang eine große Debatte über Ahrweiler und die Probleme der Flut. Haben Sie schlaflose Nächte über die Flut gegenwärtig in Südafrika, die viel schlimmer ist? Die sieht man in den Nachrichten und damit ist vorbei. Und genauso denken die USA über Europa. Die sehen den Krieg in der Ukraine in den Nachrichten und damit ist Schluss. Und die sind nicht davon betroffen. Sie haben gesagt, sie verteidigen die Ukraine, aber sie tun es nicht. Die Ukraine ist mitten in einem Krieg und muss wahrscheinlich auf dem entscheidenden Punkt, nämlich auf der Frage der Zukunft der NATO, der Ukraine, nachgeben. Also neutralisieren, wie es Zelensky heute selber sagt. Das heißt, es ist höchste Zeit, dass Europa und dass Deutschland versteht, dass die US-Interessen nicht unsere Interessen in Europa sind. Wir haben auch Gemeinsamkeiten, das ist völlig richtig. Wir wären ja nicht, wer wir sind, ohne die Hilfe der Vereinigten Staaten. Das muss man ja auch sagen nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, also die USA haben uns befreit, weil wir in diesen Naziterror sozusagen verstrickt waren. Aber danach haben wir natürlich uns selber aufgebaut, das ist ganz klar. Und wir sind heute, wenn man das nüchtern betrachtet, natürlich viel abhängiger von den USA, als wir abhängig sind von Russland. Und es ist ja auch interessant, dass diese angebliche Abhängigkeit bei der Gaslieferung, wenn man sie nüchtern betrachtet, doch zu der Einsicht führt, dass es die Ukraine immer war, die wollte mehr Gas aus Russland einführen. Es waren, haben Sie jemals gehört, dass die Ukraine gesagt hat, bitte nicht so viel Gas durch unsere Leitungen? Im Gegenteil, die haben gesagt, macht nicht Nord Stream 2, denn das könnte zu unseren Lasten gehen. Das war doch der Hauptgrund. Wir haben dann eine Vereinbarung, Frau Merkel hat eine Vereinbarung getroffen mit der Ukraine, dass die Menge, die über die Ukraine weitergesteuert wird, sich nicht ändern wird. Aber hat die Ukraine jemals gesagt, ihr macht euch zu abhängig? Niemals. Aber das ändert trotzdem nichts an den Mauscheleien mit der Klimastiftung. Da ist ja doch einiges wohl nicht so ganz korrekt gelaufen. Wie sehen Sie also das kann ich schwer beurteilen. Ich habe heute Herrn Sellering in der Sache noch mal gehört. Ich finde, dass Frau Schwesig sich große Mühe gegeben hat um ihr Land. Und ob das alles immer sozusagen auch technisch richtig gelaufen ist, weiß ich nicht. Aber dass man natürlich, wenn man an der Ostsee gelagert ist und die Ostsee ein wichtiges Meer auch für Russland über St. Petersburg ist, dass man dann mit Russland auch Beziehungen pflegen muss, halte ich für selbstverständlich. Mhm. Und das würde ich auch der Frau Schwesig nicht vorwerfen. Mhm. Sie sagen ja, Sie schreiben ja auch, dass das ganz große Herausforderung der Zukunft, der Klimawandel, die Klimakatastrophe. Ist die einzig große. Ist genau, die größte Herausforderung. Mit Abstand. Aber wie sollen wir das lösen, ohne uns auch wiederum auf Gespräche einzulassen mit Diktatoren, mit Ländern, die alles andere als demokratisch sind? Wir sprechen ja mit denen. Haben Sie eine Erinnerung an das Pariser Abkommen? Wissen Sie, dass dort auch China und Russland natürlich vorhanden waren? Ja. Eben. Also natürlich sprechen wir mit denen, müssen wir auch. Die realistische Politik besteht darin, dass man versucht, die eigenen Werte zu bewahren, Werte bei anderen anzumahnen, wenn das vernünftig ist, aber im Übrigen weiß, dass nicht jedes Land regiert wird, wie man selbst sich regiert. Deutschland kann auch nicht regiert werden wie die Schweiz und die USA können auch nicht regiert werden wie die Schweiz. Das sind eben verschiedene Größen, verschiedene Länder, verschiedene Probleme. Und das muss man einfach realisieren. Wir werden durch Sanktionen weder China noch Russland verändern. Das ist doch absoluter Unsinn. Wir treiben mit den Sanktionen jetzt die Russen an die Seite, immer weiter an die Seite Chinas. Aber wir werden doch deswegen Russland, das seit Jahrhunderten ähnlich oder anders regiert wird, aber in dieser Richtung regiert wird, die wir heute kritisieren, das werden wir doch nicht über Nacht ändern. Das ist doch einfach dummes Zeug. Mhm.
Was Sie sagen, klingt eigentlich immer so logisch und so einleuchtend. Richtig. Warum, ich hoffe, warum verstehen denn die anderen, die zurzeit an der Macht sind, das nicht? Ja, deswegen bin ich ja so dankbar, dass ich hier mit Ihnen so offen darüber reden kann, weil es wirklich so ist, die Leute müssen das doch mal kapieren. Es kann doch gar nicht sein, dass die USA uns mit unseren Sicherheitsbedürfnissen, schließlich grenzt die Ukraine, grenzt an Polen. Polen ist ein Teil der EU. Wir haben eine Grenze, direkte Grenze der EU mit Russland oben über Kaliningrad. Und das kann doch gar nicht sein, dass unsere Interessen dieselben sind wie die USA, die einen Atlantik dazwischen haben und 6.000, 7.000 Kilometer, 8.000 Kilometer, glaube ich, von Kiew entfernt sind. Das ist doch einfach, das muss man doch irgendwann mal im Kopf klar machen. Ja, nur die Lösung, ich sehe auch nicht die Lösung. Also doch, wie soll man den USA denn gegenübertreten? Nein, man muss mit den USA offen darüber reden. Man darf sich nicht einlullen lassen in die Idee, die USA verteidigen unsere Sicherheit. Das tun sie nicht. Sie verteidigen ihre eigenen Interessen, auch in Europa. Und das haben sie auch offen zum Ausdruck gebracht. Das ist auch so. Und deswegen müsste mal aus Deutschland, aus Frankreich eine offene Debatte. Dass der französische Finanzminister vor einigen Jahren gesagt hat, Europa oder wir in Europa sind nur noch Vasallen, also tributpflichtige Abhängige von den USA, war ja kein Zufall. Und wir müssen mal kapieren, dass wir das ändern müssen durch ein offenes Gespräch mit den USA. Etwas mehr Selbstbewusstsein, etwas mehr Charakter, etwas mehr geraden Rücken brauchen wir in Europa. Was Sie auch sagen, was ich auch interessant finde, ist, dass die Deutsche überhaupt Politiker dazu neigen, immer mehr dazu neigen, sich durch die Medien und die sozialen Netzwerke vor sich hintreiben, dass die Politiker vor sich hintreiben und die Politiker sich dadurch dirigieren lassen, mehr als sie eigentlich sollten. Natürlich, das ist ja gegenwärtig unser zentrales Problem in den USA. Präsident Biden hat nach meiner tiefen Überzeugung Verhandlungen mit Russland über die Zukunft der Ukraine nur deswegen abgelehnt, weil er mitten in einem Wahlkampf steht. Die USA wählen alle 2 Jahre ihr gesamtes Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats. Und Biden stand in dieser Midterm-Election, die jetzt im November dieses Jahres stattfindet und die faktisch jeden Präsidenten, eigentlich kaum ist er gewählt, schon wieder in eine Wahl treibt. Biden war eigentlich in einer sehr schwierigen Lage, weil es drohte wirklich, dass er diese Midterm-Elections im November verliert. Und dann hätte er nichts mehr zu sagen. Mhm. Ja? Und da hat er nach einem Strohhalm gegriffen, nämlich nach den Wahlen oder nach den Wahlmöglichkeiten mit republikanischen Abgeordneten. Also nicht mit seiner Partei, sondern mit der Gegenpartei. Und wir sind also gegenwärtig in der Hand eines Präsidenten, der gar nicht mehr frei ist, sondern der, um die Wahlen zu gewinnen, was ja auch sein gutes Recht ist, eigentlich eine Politik machen muss, die den Demokraten in den USA gar nicht entspricht, sondern eben den Republikanern. Und das alles muss man mal offen aussprechen. Mir geht es ja, ich behaupte ja nicht, dass ich mit meinem Buch immer recht habe. Ich habe ja ausdrücklich gesagt, vielleicht habe ich auch Unrecht, dann brauche ich eine Debatte. Aber dass wir in Berlin gar keine Debatten mehr haben, das finde ich betrüblich und beängstigend. Wir bleiben noch mal kurz bei der Rolle der Medien. Die Welt hat sich ja verändert, bekanntlich seit 2020 erst die Pandemie, jetzt der Krieg. Und auch unser Blick auf die Welt hat sich verändert. Dabei merken wir oft gar nicht, wie sehr unsere Perspektive beeinflusst wird durch unseren Medienkonsum. Dorothea Foscherau hat sich mit dem Thema beschäftigt. Erst Corona, dann der Ukraine-Krieg. Seit gut 2 Jahren ist die Welt im Krisenmodus. Eine Extremsituation wird zum Dauerzustand. Eine enorme Belastung für die Psyche. Medien und soziale Netzwerke sind in solchen Zeiten besonders gefragt. Bei der Ukraine natürlich extrem, so zu gucken, okay, was ändert sich da, was ist da. Bei mir hat sich schon so verändert, dass ich am Anfang ziemlich viel und morgens gleich und abends gleich und nachts und mittags. Vor allem beim Krieg habe ich eigentlich die erste Woche mit nichts anderem verbracht, als auf irgendwelchen Nachrichtenseiten zu gucken, was passiert ist und natürlich auch irgendwie, wie man helfen kann. Von 2019 auf 2020 gewann allein die 20-Uhr-Ausgabe der Tagesschau im Schnitt knapp 2 Millionen Zuschauer und erreichte so den höchsten Wert seit Beginn der Quotenmessung. Der Wunsch nach Informationen ist ganz normal und menschlich, sagt Kommunikationswissenschaftlerin Katharina Kleinen von Königslöw. Die Leute wenden sich verstärkt Nachrichtenmedien zu, um herauszufinden, worum geht es genau, was bedeutet das für mich und idealerweise auch, wie löst sich die Krise möglichst bald wieder.
Gerade durch das Smartphone ist es für viele Menschen schwer, sich von der Nachrichtenflut zu lösen. Dafür gibt es sogar einen Fachbegriff: Doomscrolling. Das Problem? Dass das Universum der Nachrichten schlicht unendlich ist. Und es wird uns auch so dargeboten auf eine Art und Weise, dass wir das Gefühl haben, wir müssen immer weiter scrollen, wir müssen gucken, was danach auch noch kommt. Letztendlich ist es für viele Menschen schlecht zu verkraften, dieser Druck, sich die ganze Zeit immer weiter informieren zu müssen. Und insbesondere, wenn es dann um etwas geht wie einen Krieg, wo man ja auch dann ständig mit schrecklichen Bildern konfrontiert wird. Bei den meisten Menschen kommt deshalb früher oder später die Ermüdungsphase. Eine Art Flucht vor der Krise. Das Bedürfnis, informiert zu sein, bleibt zwar, lässt aber nach. Wie ein Selbstschutzmechanismus für die eigene Psyche. Ich versuche insgesamt den Medien, die Mediennutzung ein bisschen runterzuschrauben, weil mir das ein bisschen zu viel wurde. Ich versuche mich dann abzulenken oder irgendwie mal ein paar Stunden einfach nicht aufs Handy zu schauen. Irgendwie, keine Ahnung, ins Kino zu gehen, zu lesen, was mit Freunden zu machen. Bei Corona war das eine Zeit lang so, dass ich irgendwie dann dachte, jetzt, ich will davon irgendwie gar nichts mehr wissen und ich möchte einfach jetzt versuchen, mein Leben so wie normal wie möglich zu leben. Es bringt nichts, sich damit so fertig zu machen, dass man am Ende hilflos ist und sich ohnmächtig fühlt und dann zu nichts mehr in der Lage ist. Das Bedürfnis nach Ablenkung kam nach Ausbruch des Ukraine-Kriegs schneller als bei Corona. Die Ukraine-Krise hat die Menschen ja letztendlich in einer Situation erreicht, in der sie bereits ziemlich ausgelaugt waren, was ihr Krisengefühl anging. Das heißt, die meisten Menschen befinden sich letztendlich seit 2 Jahren im Ausnahmezustand. Und nun kommt ein neuer Ausnahmezustand, eine neue Krisensituation. Das heißt, die Überforderung, die sich über die letzten 2 Jahre aufgebaut hat, die betrifft schon gleich von vornherein auch dieses neue Thema. Außerdem sind sowohl Corona als auch der Ukraine-Krieg fast allgegenwärtig. Und die Aussicht auf eine Lösung ist klein. Das verstärkt den Fluchtimpuls. In Krisensituationen empfehle ich eigentlich immer 2 Dinge. Das eine ist, sich verlässliche Nachrichtenquellen zu suchen. Die andere Empfehlung ist immer, sich vielleicht auch bewusste Zeitfenster nehmen, in denen man nicht im Internet nachschaut, was passiert, sondern was anderes tut, was einem persönlich in der Situation besser tut. Die richtige Balance aus beidem muss jeder für sich selbst finden. Einen Königsweg gibt es nicht. Ja, Frau Donnelly, Sie sind ja nun ein erfahrenes politisches Urgestein, wie man so schön sagt. Also Sie haben ja einen analytischen Blick. Wie konsumieren Sie denn Medien? Ich konsumiere Medien im Wesentlichen mit Lesen. Ich lese sehr viel. Ich lese sehr viel auch internationale Zeitungen, Zeitschriften, aber eben auch Bücher. Und ich höre natürlich Nachrichten, also insbesondere die Hauptnachrichten in Deutschland. Und ich lese natürlich auch deutsche Printmedien. Also ich lese im Wesentlichen. Ich besitze kein iPhone. Sie besitzen überhaupt kein Handy? Nein, ich habe nur ein altes Nokia. Ich will nicht immer gestört werden. Und ich will telefonieren können. Wenn wir hier fertig sind, rufe ich meine Frau an. Dafür habe ich ein altes Nokia bei mir. Aber ich habe kein iPhone. Ich habe es bewusst abgelehnt. Ich will nicht immer abgelehnt. Wissen Sie, einer meiner Schreibtische, ich habe 2 in meinem Büro, der geht zum Fenster raus und da gehen die Leute bei mir dann vorbei. Und da gehen immer wieder Frauen, die haben einen Kinderwagen vor sich und das Kind wird gar nicht mehr angesprochen, sondern die haben dann das iPhone hier und quatschen mit irgendwas. Mhm. Und noch schlimmer ist es, wenn sie es gleich im Ohr haben, dann hört man sie reden, aber sie reden in die Luft und nicht so. Diese Art der ständigen Ablenkung mit überflüssigen Neuigkeiten, die habe ich für mich schon immer abgelehnt. Und ich habe mir ein Nokia gekauft, als die Eisenbahn kein Telefon mehr hatte. Also als ich der Deutschen Bahn kein Telefon mehr hatte. Mhm. Und mit dem, das habe ich auch jetzt hier bei mir, kann ich Ihnen auch zeigen. Ja, zum Telefonieren reicht es ja. Ne? Natürlich. Also mehr braucht, ja, natürlich. Und ich kann auch angerufen werden. Ja. Und wir hatten mal einen großen Wasserunfall im Haus leider. Und da hat meine Frau mich über das Nokia auch noch rechtzeitig erreicht, sodass ich zurückkommen konnte. Also es geht. Aber ich lehne es ab, immer dieses Ding zu haben, bei dem ich immer gefragt werde, ob ich da noch was Neues wissen oder das will ich nicht. Mhm. Aber man muss lesen. Und lesen ist natürlich anstrengender als
iPhone lesen. Viel anstrengender. Ja. Also, wobei, man kann ja auch Zeitungen, ich lese ganz gerne dann die Zeitungen auch auf meinem Handy. Richtig. Also, ja, kann man machen. Sie haben ja das Buch Ihrer Frau gewidmet und haben geschrieben, die Fortsetzung eines langen Gesprächs. Richtig, ja. Das heißt, Sie sind im ständigen Dialog auch über die großen politischen Dinge. Über die politischen Fragen und auch über die literarischen und so weiter. Meine Frau hat ja auch wieder einen Roman geschrieben, der jetzt im August rauskommen wird. Und wir reden viel über, ich rede gegenwärtig zu wenig über ihren Roman, was daran liegt, dass ich zu sehr mit meinem Buch beschäftigt bin, aber das wird sich auch wieder wenden. Glauben Sie, diese mangelnde Debattenkultur, die wir in Deutschland haben, liegt es auch daran, dass die jüngeren Generationen das von zu Hause auch nicht mehr so kennen, dass debattiert wird, dass unterschiedliche Standpunkte vertreten werden? Auch. Aber ich glaube, wir haben in Deutschland immer eine relativ schmale Debattenkultur, wenn Sie das mit den USA oder mit, also die Menschen sind an sich nicht auf sozusagen auf Debatte erzogen, auch nicht in der Schule. Das ist natürlich in den USA und in Großbritannien ganz anders, in England besonders. Aber Sie haben völlig recht, es hat natürlich auch sehr nachgelassen dadurch, dass die alle sich in ihrem Echoraum da bewegen, indem sie über das iPhone die Nachrichten bekommen, die ihnen gefallen, die sie wollen. Mhm. Glauben Sie, Sie wären nicht in die Politik gegangen, wenn Sie nicht diesen familiären Hintergrund hätten? Dietrich Bonhoeffer, Ihr Vater, der Widerstand, also wirklich aufrecht Menschen, die den aufrechten Gang furchtlos gegangen sind. War das auch mit ein Grund für Sie, das zu machen, was Sie getan haben? Ich werde das oft gefragt und kann das eigentlich nicht wirklich beantworten. Ich bin, glaube ich, genetisch, wie mein Vater auch, jemand, der, sage ich mal, mit Geschichte und mit Verantwortungsbewusstsein für die Gegenwart geprägt ist. Und das war mein Vater, da gab es gar keinen Widerstand vorher und das war auch seine Haltung. Also ob ich davon nun so stark geprägt worden bin oder ob es nicht doch eine Art genetischer Veranlagung ist, dass ich manchmal bedauere, dass ich Politik gemacht habe und nicht Historiker geworden bin, weil ich da noch tiefer eingedrungen wäre in viele Dinge, die ich ja relativ dilettantisch, sage ich mal ganz offen, in einem als Politiker ist man ja, man liest viel, aber man ist ja kein historischer Fachmann, ja. Mhm. Und glaube ich, war mehr eine genetische Prägung als der Widerstand selbst. Mhm. Wenn Sie gerade nicht sich weiterbilden, lesen oder Bücher schreiben oder sich in die politischen Debatten einmischen, was machen Sie dann einfach, um schaue ich mir Bilder an. Ich bin ja auch ein verlorener Maler. Also ich habe ja begonnen in meiner Jugend eigentlich mit Malerei, habe in meiner Familie ja mehr Maler als Musiker, also in den Vorfahren, und habe ein starkes malerisches Auge. Und manchmal sage ich, wenn ich damit mal allen fertig bin, dann fange ich wieder an zu malen. Aber das wird man ja sehen. Da bin ich gespannt dann auf die Bilder, die da mal rauskommen. Ja. Wir sind leider schon am Ende angelangt. Morgen haben wir natürlich wieder eine Sendung. Morgen kommt Nilam Farooq, Schauspielerin, YouTuberin, eine intelligente junge Frau. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Das war sehr bereichernd. Vielen Dank. Ich bedanke mich. Es war wirklich schön, mit Ihnen zu diskutieren. Ja, und auch, dass ich so offen reden konnte. Ja. Bin gespannt, was Ihre Frau sagt, wenn Sie jetzt auf Nokia anrufen. Jetzt kommt Ihr Landesprogramm. Schönen Abend noch. Danke fürs Zuschauen.